heute die Wasserfälle an der brasilianischen Seite besuchen und wir haben gerade unser Ticket gekauft. Das ist unser Ticket. Andi will unbedingt mit dem Boot raus. Ich weiß nicht. Doch. Da sind wir echt mega nass. Aber gut, der Andi ist der Chef. Im letzten Video haben wir die argentinische Seite der Wasserfälle besucht. Heute sind wir im Cataratas Iguazu Park und so sieht's auf der Karte aus. So, wir haben jetzt die Tour gebucht. Also wir werden im Wasserfall reinfahren und ich habe keine Klamotten mit. Also jetzt ein T-Shirt gekauft, extra T-Shirt. Wir starten mit einem Busritt, dann geht's weiter mit einer kleinen Wandersafari. Wir werden im Dschungel durch einen Tourguide begleitet, der uns erstmal erzählt, welche gefährliche Tiere hier so leben. Der Wandersafari gehört mit zum Bootstour übrigens, wo ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor habe. Vorgestern noch gesehen hier. Und wenn einer kommt, müssen wir irgendwie stillstehen, uns groß machen. Ich hoffe nicht, dass es das passiert. Erschrocken? Übrigens, unterwegs sehen wir diese großen giftigen Spinnen. So, Cappy ab. Alles im Locker jetzt. Schlüssel, ich habe Plastik für meine Kamera mit. Hoffe, dass es hält. Weil jetzt werden wir nass. Ich habe ein Touri-T-Shirt gekauft. Aber wir gehen jetzt zu den Wasserfällen. Und da fahren wir richtig rein. Also richtig rein. Und es wird nass. Ja, ich muss dran glauben. Schwimmweste an. Noch einmal lachen. Bis jetzt ist es ziemlich easy. Aber je näher wir zum Wasserfall kommen, umso heftiger wird's. So, wir sind das erste Stück jetzt gefahren, sind jetzt in Argentinien, aus Brasilien. Okay. Und jetzt gehen wir los. Und dann unter einem Wasserfall. Andi bekommt schon sogar ein bisschen Panik, weil er keine Luft bekommt. Aber wir haben's gepackt. Also sehr, sehr, sehr geil. Sehr geil. Muss man gemacht haben. Muss man gemacht haben. Schöne Frisur. Am Land. War hammergeil. Unfassbar. Jetzt müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass wir trocken werden. Wir sind scheiße nass. Umgezogen. Ja, ist ein bisschen nass noch, aber hier gibt es so Ventilatoren, kann man sich trocknen. Jetzt gehen wir weiter und werden zurückfahren im Wagen im Park rein und dann geht es zu Fuß weiter. Da gehen wir anderthalb Stunden noch laufen, was essen und dann ist der Tag schon fast zu Ende. Der Bus bringt uns glitschnass zur Wanderroute. Weiter geht's. Wir laufen jetzt eine Route, die ist ungefähr 1,5 Kilometer lang. Also wenn man ein bisschen gut durchläuft mit Stops, dann hat man eine Stunde nötig, denke ich. Und ich muss sagen, die Wasserfälle sind von brasilianischer Seite genauso imposant. Es ist unfassbar, wie schön das hier ist.
Eine fantastische Route führt mich zu wunderschönen Aussichtspunkten. Man staunt nur noch, wie schön die Natur ist. Der Weg ist sehr gut begehbar, aber durch den Regen und noch die nasse Bootsfahrt friere ich mir einen ab. Wir sehen uns im nächsten Video. Diese zwei haben auch schon abonniert. Ich hoffe, du auch. Hallo, mein Name ist René Usinus von den Cappuccinos. Und wenn du unsere Videos cool findest, dann abonniert auf unserem Kanal. Ich werde nämlich alle Länder der Welt bereisen.